recht herzlich willkommen, ihr Lieben. Wie ihr am Anfang schon gesehen habt, sind wir heute am sogenannten Heiligen Stock. Ich hatte das öfters schon mal im Video erwähnt. Hier hat im Zweiten Weltkrieg ein riesengroßer Sendemast gestanden, der immer mehr verstärkt wurde, also durch die Kilohertzzahlen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist der auch über Mittelwelle gelaufen, also nicht wie jetzt üblich über UKW. Und das hier sollen die alten Befestigungen sein, die dann diesen Mast gehalten haben. So, wir haben auch unseren Metalldetektor mit und werden danach mal schauen. Und hier ist auch ganz interessant, hier sind überall so Eisenträger, abgeschnittene Eisenträger als ja, Abgrenzung, nenne ich es mal. Wobei hier auch sehr skurrile Gebäude sind oder unterirdische, die natürlich mit einem Sendemast nichts zu tun haben, so wie hier zum Beispiel. Wir haben übrigens Glück, heute ist beschissenes Wetter, es regnet andauernd. Da können wir hier nachher schön suchen. Es sind wenige Leute unterwegs. So klein bin ich nicht, da kann ich nicht rein. Sowieso alles nur voller Müll. Ich habe auch ein bisschen gelernt aus dem letzten Video. Ich filme jetzt langsamer. So, das sind hier so die, ja, da waren dann wohl die Stahlseile dran. Das geht hier sehr weit weiter hier. Da kommen nachher noch solche, ja, Ringe da drinne, die aus Glas sind. Dieses Haus findet ihr auch im Internet. Schon lange nur noch für Graffiti da. Dann hat man auch sowas hier. Ja, also unterirdisch natürlich, ja, wo das hinführt. Da ist noch ein alter Wagen hier. Hier. Dann hat man hier so einen Weg, das ist aus Metall. Ja. Ich habe mir das auch schon mal von oben angeguckt, da konnten wir aber nicht so viel erkennen. Also von Google Earth. Wir waren schon mal hier. Da waren aber viele Menschen da. Und da es heute so ein ja, Wetter im Mai ist, können wir hier schön filmen und nachher auch mal den Metalldetektor auspacken. Das war wahrscheinlich das Haus, wo die Beschäftigten drin waren. Heute nur noch Graffiti. Und natürlich Müll, Hängematte, Teppiche. Also wer schleppt denn sowas hier hin? Weil man muss hier ein Stück ins Feld laufen, ja? Kannst nicht mit dem Auto hier hinfahren. Hier, alte Lampe. Das mag ich ja an den Graffiti-Künstlern so, dass sie überall ihre Dosen liegen lassen, ja? So, hier ist dieser nächste komische Stein, da sind auch welche. Ja, so sieht es von außen aus. Ja, also sowas wurde ja lange, lange vorbereitet. Ja. Das ist nicht schon jetzt auf gleich entstanden aus der Not heraus, nein, ist es nicht. Das ist auch so ein Platz, wo ich denke, dass hier nachts Rituale stattfinden. Sieht man auch hier, hier hat es gebrannt. Ja, das dürfte eine Feuerstelle sein, oder? Ja, und da geht dieser komische Rundweg weiter, den wir eben hatten. Ja, das ging rund hier, also möglich, dass der hier in der Mitte stand, dieser Mast. Aber sowas in der Stadt ist auch einmalig in Deutschland. So, hier auch auffällig auf diesem ganzen Feld, da hinten sieht man es auch, hier auch viele Bäume, die kaputt sind, da auch sind alles Obstbäume hier. Und jetzt gerade fängt es wieder an zu regnen, wie ich sagte. Jetzt gehen wir zu so einer Art Wärterhäuschen.
Also ich bin mir sicher, dass wir hier beim Sonnel was finden werden, definitiv. Weil hier Soldaten waren. So wie es aussieht, nur amerikanische. Aber das lässt sich ja dann an den Funden rekonstruieren, wer dann hier so war. Oh, das ist aber schön. Das ist aber schön hier. So, da ist dieses komische Häuschen. Das war das letzte Mal auch voll mit Müll. Die Wiese ist heute sehr hoch. Da kann man jetzt nicht alle Steine finden vielleicht. Weil, ich sehe schon die nächsten. Gucken wir uns erstmal dieses Häuschen. Ja, ich nenne es Wärterhäuschen. Ja. Das ist so klein, da kann sich gerade eine reinsetzen. Ja. Ja, ist voller Müll. Ja. Hier. Ja. Voller Müll. Also so klein ist das hier. Auch nicht sonderlich hoch. Da kannst du dich gerade mal reinstellen oder reinsetzen. Das war's. Und hier ist auch wieder betoniert. Und hier ist so ein Ding, was ich gesagt habe, mit so einem Glasring. Das ist jetzt natürlich... Nee, der hat jetzt keinen Glasring, aber es gibt welche mit Glasring. Ja. Habe ich damals schon gerätselt, was ist das? Das Häuschen von hinten. Da kann hinten auch noch einer drunter stehen, ja, weil das Dach extra lang ist, ja. Da ist die 21 da drauf. Interessant. So, da haben wir noch was. Hier sind im Sommer übrigens viele Pärchen immer. Und die legen sich dann komischerweise an diese Steine da. Ja. Die liegen dann nicht hier mitten auf der Wiese. Nein, sie legen sich immer an die Steine. Also irgendwas muss ich ja da hinziehen. Und lustigerweise sind diese ja, Halterungssteine, wenn die denn für den Mast waren, der dann wohl da gestanden hat irgendwo, die sehen hier anders aus wie die ersten vorher. Oh, da hinten ist auch noch ein kleines Häuschen, das haben sie aber eingezäunt, sehe ich gerade. Vielleicht kommen wir trotzdem rein. Ich hoffe, die Kameraführung ist heute besser wie beim letzten Mal. Oh, hier wurde schon gebuddelt. Ja, hier wurde gebuddelt. So, das hier sieht nämlich ganz anders aus hier. Da ist ein Stück Metall drin und da könnten dann ja, die Halterung dran gewesen sein. Was war denn hier los? Guck mal hier. Wer hat denn hier gebuddelt? Das sieht eher wie ein Hund nach dem Hund aus. Heftig. So, da haben wir auch wieder einen Stein. Ah, ist herrlich hier. Wenn so Wetter ist, keiner hier. Prima, weil hier ist normal immer viel los. So, ja. Und der hat auch wieder da diese Halterung. Was aber auch wieder komisch ist, weil die geht in die Richtung. Und die Halterung bei dem geht genau in die andere Richtung. Gehen wir nochmal dahin zum abgesperrten Häuschen. Hier sind noch mehr Steine, aber ich sehe die jetzt gar nicht, weil das Gras so hoch ist. Entschuldige, die Wiese natürlich. Auch wieder so ein kaputter Baum. Da hinten übrigens, die sind sehr dunkel, diese Bäume, ja, sehr schwarz. Ich denke auch, wenn das wirklich so war, dass die hier die Menschen bestrahlt haben, ja, oder ja, kann auch MK Ultra gewesen sein, dass die Bäume oder die Erde das auch abbekommen hat und deswegen sind die alle so dunkel. Oh, ich glaube, der ist zu. Das ist auch total klein, das Häuschen. Hat überhaupt keinen Sinn. Also wohnen kann man da nicht, ja. Oder konnte man nicht, naja, auch zugemüllt natürlich. Ist aber doppelt so groß wie das andere eben, ja. Ja, aber hauptsächlich Müll. Ja, also das ist schlimm, schlimm. Und da oben so eine Luke. Also da passen immerhin drei nebeneinander. Da liegt sogar noch ein voller Rucksack. So, auch von hinten wieder verlängertes Dach und hier ist wieder so ein Ding und hier ist gar kein Kreis drin, ja? Ja, also das ist keine Halterung, was immer das auch ist. So, jetzt gehen wir schon wieder ein Stück weiter, da ist wieder so ein
Betonklotz, der so schräg nach oben ist. Also das mit dem Regen ist eigentlich ganz angenehm, weil es ist nicht so kalt. 16 Grad geht, könnten auch 17 sein. Ja, heute ist ja auch der 17. Also mich stört Regen sowieso nicht. Auch wenn jetzt extra stärker wird. Und hier sind unglaublich viele Leute mit Hunden sonst unterwegs. Da hinten sind welche. Da kaputte Bäume. So, und hier, der Klotz, der da sieht man es. Hier wurde es wohl rausgesägt. Ja, aber die Richtung, die sind jetzt nicht so, dass die so wären, dass da in der Mitte was aufgestellt werden würde, weil der schaut jetzt nach hier. Die anderen haben nach da oder nach da geschaut, ja. So, da laufen wir schon wieder auf den nächsten zu. Das ist eigentlich ein ganz schönes Stück weg von den anderen. Na gut, der Mast war ziemlich hoch. Der würde jetzt zum Beispiel in die richtige Richtung schauen. Ich sag mal, wenn er die Seile festgehalten hat, ja. Ja. Kaputte Bäume da hinten. Der sieht auch. Oh, was war das? Der schaut auch lustig aus hier, oder? Kaputt, halb kaputt. So, währenddessen wir suchen, wir haben bis jetzt nur Müll gefunden. Haben wir hier noch eine Halterung gefunden? Da ist sogar noch das Gestänge dran hier. Ja, hier auch wieder Feuer. Da hat sich eine Fackel gebaut aus einem Holzstamm. Ja, ist noch dran hier. Das war wohl die Halterung. So, da hatten wir noch einen gefunden dahin, der ist kaputt. Der wird als Grillstelle benutzt. Und hier haben wir noch einen. Die sehen aber immer alle anders aus. Da auch Metall drin da. Ist auch lustig, da hinten ist schon die Autobahn, hört man glaube ich auch. Ja. Das war es immer noch nicht, da ist auch noch eine, sehe ich gerade. Die sind alle so weit voneinander entfernt. Klar, wenn so ein Turm ist, müssen die weit weg sein, ja. Passt auch schon irgendwie, wahrscheinlich sind die nicht geradezu auf den Turm gegangen, sondern von der Seite, wenn ich es so sehe. Also die Suche mit dem Detektor war bisher eher dürftig. Also ich würde sagen nur Müll bis jetzt. Hauptsächlich Dosenclips. So, Corona 2020 steht da drauf. Ist auch die Ankerung schon rausgerissen hier. Ja. Dann gehen wir nochmal dahinter. Das ist das alte Zollhaus. Wird gerade renoviert. Das ist am Rande. Hier ist so ein altes Gestein. Findet man in Bergen Enkern ganz oft. Dort sind sie aber rot. Und hier findet ihr die Europaroute. Dort steht auch Heiligenstock. Der Heiligenstock erhielt seinen Namen vom kleinen mittelalterlichen Bildstock, der neben dem alten Zoller steht. Das ist
Das hier. So. Bin jetzt auch klitschnass und sehe auch dementsprechend aus. Die Ausbeute war dünn, zeige ich am Schluss nochmal. Viel Metall, aber immerhin eine sehr alte Gabel haben wir gefunden. Die zeigen wir hier im Anschluss. Vielen Dank fürs Durchhalten, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal.